Während der Kreuzzüge wurden mehrere Ritterorden im Heiligen Land berühmt. Zu ihnen gehörten die Tempelritter, die Germanen und die Malteserritter. Aber es gab noch andere. Einer von ihnen war der Lazarusorden. Dieser Orden setzte sich aus leprakranken Rittern zusammen. Ihre Aufgabe war es, ein Leprakrankenhaus in der Nähe von Jerusalem zu betreiben. Lepra war zu dieser Zeit eine weit verbreitete Krankheit. Infizierte Ritter aus anderen Orden wurden zum Lazarusorden geschickt. Die Mitglieder des Ordens arbeiteten wie üblich in den Krankenhäusern. Aber wenn es nötig war, kämpften sie auch, wie in den Schlachten von La Fabière und Montserrat. Nach der Niederlage der Christen im Heiligen Land geriet der Orden in finanzielle Schwierigkeiten. Daher vereinigte Papst Gregor XIII. Den Orden mit dem Orden des Heiligen Mauritius.